Es gibt eine neue Sat-Anlage, die ist so klein, dass man es kaum glauben kann. Sie wird, das was ich sehe, hier mit einem Kabel betrieben, ja. Ganz genau, richtig, mit einem Kabel. Und letztendlich, du hast eine vollwertige Anlage im Koffer verbaut, ja. Praktisch zum Mitnehmen und relativ einfach zum Transportieren. Cool, die ist unglaublich leicht, oder? Die ist unglaublich leicht, richtig. Das ist auch das Thema, was viele Camper halt beschäftigt. Gerade beim Wohnwagen ist die Zuladung immer so ein Thema. Und wir sprechen hier von 7 Kilo. 7 Kilo. Das heißt, das Hauptproblem ist, Jan, die Leute stehen immer gerne im Schatten. Und das ist das Problem. Im Schatten hast du aber oft keinen Empfang, weil der Baum drüber ist. Ja. Mhm. Und dann kann man das hier wegstellen. Viele haben denn Angst, wenn sie dann geklaut wird. Habt ihr euch da was überlegt? Ja, natürlich. Viele verwenden einen Erdanker und einfach so einen Kabelbinder, so einen wiederverwendbaren Kabelbinder. Und somit wird es einfach eingedreht. Oder man kann die Achse vom Fahrzeug nutzen oder den Reifen, was auch immer. Es ist relativ, der Einfallskunst überlassen von jedem Einzelnen. Aber, ja. Wenn der wiederverwertbar ist, kriege ich den dann nicht schnell auf? Den bekommt man auf mit dem richtigen Werkzeug. Der Nachbar drüben verkauft es zum Beispiel. Okay. Wir verkaufen die Kabelbinder als solches nicht. Aber ja, ihr könnt gerne mal rüberschauen zum Nachbarn. Er hat uns das freundlicherweise als Leihgabe gegeben. Der hat mit Sicherheit mehr Argumente noch dafür als ich. Aber zumindest, wir fanden es eine coole Lösung. Und insofern haben wir das hier mitgebracht. Man kann nicht schnell damit wegrennen. Genau. Grundsätzlich geht es immer darum, wenn was visuell gesichert ist, dann wird es in der Regel auch nicht geklaut. Ja. So, das Ganze soll ja schnell gehen. Das heißt, die weiß auch, wo ich bin. Das heißt, entsprechend GPS-Koordinaten oder sind da drin? Das Programm ist so verbaut, richtig. Ja. Okay, das heißt, das Ganze dauert ungefähr wie lange, das zu finden? In der Regel so 90 Sekunden maximal. 90 Sekunden? 90 Sekunden maximal. Also es kommt natürlich immer auch drauf auf die örtlichen Gegebenheiten drauf an, aber in der Regel so circa 90 Sekunden. Boah, ist die klein. Weil wir den Sender oder beziehungsweise den Satelliten insofern gefunden haben. Ja. So, und jetzt innen, was ist denn innen zu montieren? Du brauchst im Endeffekt eine Strombox, die dabei ist. Nach außen zur Antenne ist wirklich nur ein Kabel und innen im Fahrzeug muss eben dann eine Strombox verbaut werden für die Stromversorgung. Das Kabel ist auch nur während des Suchvorgangs mit Strom versorgt, ansonsten ist es stromlos. Am besten ist es natürlich ideal wie hier mit einer Außensteckdose am Fahrzeug und wo man dann dementsprechend das Koaxialkabel einführt dann ins Fahrzeuginnere und die Strombox ist einfach kurz dahinter montiert. Ist der gute Empfang? Mit der Anlage, die ist ja doch recht klein. Ja, du hast recht, das ist richtig so. Grundsätzlich zentral- oder mitteleuropäisch, wenn man unterwegs ist, reicht es vollkommen aus. Spanien? Ja, natürlich, kann man gerne verwenden. Ich kann dir gerne mal eine Ausleuchtzone zeigen. Sag mal bitte. So, da ist die Zone mit drin. Da kann man das sehen. Man braucht natürlich, wenn ich jetzt mittendrin bin in Afrika, das Restquäntchen von Astra sehen will, also dann geht es natürlich nicht. Ja, dann wird es schwierig. Das ist Randbereich natürlich. Dann brauchst du auf jeden Fall eine andere Antenne. Ja. Preis von der Anlage? Die liegt bei 899 Euro UVP. 899 UVP, das heißt, ich kann überall satt gucken, wo ich will, nicht nur fürs Camping, sondern auch fürs Ferienhaus. Für selbstverständlich, da wird es natürlich auch verwendet, ja. Fürs Tiny House. Ihr habt noch mehr, muss man sagen. Es gibt auch festverbaute Sat-Antennen, die nicht ganz so hässlich sind. Ja, okay, schlagkräftig. Was heißt hässlich? Ich würde es nicht als hässlich bezeichnen. Nein, die nicht. Die ganz so hässlich sind. Ja, die nicht, die normalen Satzschüsseln, die also sind halt schon. Du meinst den Satellitenspiegel? Ja. Der Spiegel. Dann, ganz genau. Der Satellitenspiegel, klar, ist natürlich unabdingbar, wenn ich sage, ich bin irgendwo in Finnland oder Norwegen irgendwo unterwegs. Da brauche ich den natürlich aufgrund der Erdkrümmung auch. Ja, da ist der 80er Spiegel, wenn du mal nach hinten leuchten willst, natürlich ganz genau der richtige. Ansonsten eine Flachantenne geht sehr weit vom Empfangsbereich her. Ja. Und die Flachantenne steht natürlich auch nicht so im Wind wie ein 80er Spiegel. Ja. Womit kann ich dann, was ist dann die Reichweite, also was deckt es ab? Kann ich euch gerne auch wieder zeigen natürlich. Weil wenn du sagst, man braucht dafür die gekrümmte in Norwegen. So, wir sind hier bei der Snipe Platinum. Und man sieht hier auch den Ausleuchtbereich, der ist sehr groß. Ja. Grundsätzlich ist immer der Randbereich schwierig. Ja? Außenrum hier schraffiert. Ist natürlich immer schwierig. Also Schweden, aber Finnland oder so, ja, da könnte es ein bisschen eng werden. Da ist man immer grundsätzlich mit einer größeren Antenne natürlich besser dabei. Aber wir sagen trotzdem, die funktioniert dort auch. Und die ist jetzt gedacht zur Festmontage, oder? Ist gedacht zur Festmontage, hat den riesen Vorteil, dass sie nur mit einer Koaxialleitung verbunden ist. Also sprich, man sieht hier keine Controllerleitung mehr. Man könnte auch hergehen und die natürlich abschrauben, wenn der Camper 2 Wochen am Standort steht und einen Baum irgendwo davor hat und eben keinen Empfang hat, dann schraubt er die auch mal mit 8 Schrauben ab und setzt es am Boden und im Prinzip ja die gleiche
Geschichte wie hier, eine Koaxialleitung und die Verbindung ist hergestellt. Genau, wir schauen uns noch eine andere Saatanlage an, die steht hier vorne. Die ist mir direkt ins Auge gefallen, weil sie so einen kleinen schwarzen Rand hat. Also ist das nur für die Optik, oder? Das ist nur für die Optik, ganz genau. Ich will den schwarzen Rand. Ja, dann bekommst du den. Okay, super. Preis von der Anlage? Hier liegen wir preislich bei 1.099 Euro, beziehungsweise je nachdem, ob wir eine Single-Anlage haben. Hier, wir haben die Single-Anlage aktuell, ich schaue bloß nochmal sicherheitshalber, ja, gezeigt. Und ansonsten so um die 1.000 Euro rum bekommst du eine Flachantenne. Kann ich auch während der Fahrt Fernsehen gucken? Nein, das ist mit dem Satten leider nicht möglich. Dann würde ich dir sagen, okay, empfehle ich dir ein Router-Thema, das was aktuell in aller Munde ist. Thema WLAN-Router, 5G-WLAN-Router, wo du natürlich auch im Internet von unterwegs aus gucken kannst. Also auch lineares Fernsehen. Und ihr verkauft auch Grills oder was ist das hier? Nein. Okay. Das ist eine Domantenne. Man verkauft sowas speziell, beispielsweise für Wintercamper ist das ideal, weil einfach sich der Schnee nicht drauf hält und man den auch Empfang dann natürlich hat. Hier, aber die bleibt geschlossen, oder? Die bleibt so geschlossen, ganz genau, ist ein geschlossenes System. Und die ist auch gut vom Empfangen, oder? Ja, gut ist immer relativ, ja. Man muss immer sagen, wo bin ich? Also klar, letztendlich von der Größe her ist entscheidend, ja, ist gut. So, und da vorne, das ist das Riesending. Wenn die natürlich unten ist, dann ist die Windlast auch nicht so groß. Natürlich, okay, während der Fahrt fährt man die ein. Während der Fahrt sollte man die einfahren, das macht Sinn. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du an der Nordsee oben beispielsweise bist, wo du natürlich entsprechend Wind hast, steht sowas ganz schön im Wind. Ja? Also das heißt, die Antenne würde einfahren, wenn die Windlast zu groß werden würde. Ach so, das merkt die automatisch. Natürlich, sie merkt sich das. Aber natürlich, ein 80er-Spiegel ist durch nichts ersetzbar, ja? Weil einfach der die Erdkrümmung halt dementsprechend gut ausgleicht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber er ist halt einfach vom Empfang her dadurch besser. Es gibt ja nicht nur einen Satelliten, es gibt ja ganz, ganz viele. Sind die da alle drin eingespeichert, da in dem Gerät? Das ist richtig. Es sind 10 Satelliten eben vorprogrammiert und die eben dann über einen Controller jetzt hier in dem Fall aufrufbar sind. Und das geht auch schnell hier? Das geht auch schnell, also in der Regel alle irgendwo so um die 90 Sekunden maximal. Habt ihr auch eine Lampe eingebaut, damit die beleuchtet wird? Das habe ich ja gesehen bei anderen. Da ist vielleicht die Empfangsqualität nicht ganz so gut, aber die leuchten immer so blau. Das habt ihr nicht, nein, oder? Nee, wir setzen eher auf Fernsehempfang, ja. Die Beleuchtung gerade. Nee, das ist ohne Witz. Also ist die Saatanlage rausgefahren, da kam einer mal auf die Idee, die irgendwie blau anzuleuchten. Man kann aber einfach hier eine LED einfach anbringen. Was ich auch cool finde, alles ist komplett hier zu und vergossen. Das heißt also, es kommt zunächst mal an die ganze Installation nicht so viel ran, oder? Ganz genau, richtig, ja. Ja, sehr schön. Ja, wir sind am Stand der CNT. Ganz viele Neuigkeiten. Die Router kenne ich natürlich, Teltronica. Das sind unglaublich gute Router. Man braucht aber da ein bisschen Erfahrung. Habt ihr die Benutzeroberfläche ein bisschen verändert? Ja, du kennst dich gut aus. Echt? Ja, würde ich jetzt schon mal sagen. Ja, es ist ja so, die Basics, das ist eigentlich ein Industrierouter und der ist relativ schwer zu bedienen. So ist es ganz genau. Wir verwenden die Teltronica Hardware so gesehen. Der Route X50, ganz klar. Und somit, wir verwenden den als solches mit unserer eigenen Software, die wir eigens schreiben haben lassen, die das Ganze bedienbar macht. Wie du schon sagst, ist ein industrieller Router, der dementsprechend, ja, sage ich jetzt mal, für einen Normalverbraucher, für den normalen Camper eben einfach zu schwierig zu bedienen ist. Ja. Ja, ganz wichtig ist, dass die Antennenlängen so kurz wie möglich sind. Und die Antennen, die werden hochkomplex. Wenn man solche Router verwendet, die maximale Reichweite will, braucht man eine super Antenne. Da habt ihr was Neues entwickelt. Ja, die Antenne als solches ist unsere eigene Antenne. Dementsprechend ist sie natürlich abgestimmt auf den Router, sodass eben ja, das Empfangssignal bestmöglich eben weiterverarbeitet werden kann. Ja, bis zu 3,3 Gigabit pro Sekunde. Das ist ein Wert. Hier auf der Messe haben wir 1,4 Gigabit erreicht. Tatsächlich, wir haben 5G Standalone. Es kommt immer mehr und man muss sagen, ist die Saatschüssel denn jetzt ein Auslaufmodell oder ist das eine Geschichte, die immer noch gut läuft? Nein, überhaupt nicht. Also man braucht eigentlich beides. Ja. Der Satellit ist nach wie vor kostenlos. Wenn du mobile Daten verbrauchst, es kostet dich Geld. Man muss natürlich abwägen, willst du lineares Fernsehen gucken oder natürlich streamen. Du kannst mit dem Router halt auch lineares Fernsehen gucken, aber halt eben warum für was bezahlen, was kostenlos ist. Drum empfehlen wir natürlich eine mobile Antenne, die wir anfangs eben hatten, unsere Caravan Mobil, als mobile Antenne mitzunehmen. Und ansonsten, wenn ich streamen will, Gott, die Kids, die wollen kein lineares Fernsehen mehr gucken. Somit ideal der 5G-Router, zu dem wir auch raten dementsprechend, weil er einfach nicht nur wegen der Geschwindigkeit eben das Topmodell ist, sondern einfach auch, weil er im 4G-Netz, wenn er eben runterfällt, ein K20-Router ist und somit in der Zelle sich ganz anders bewegt, wie hier beispielsweise eben ein
einen K4-Router oder einen K6-Router. Man kann sich das vorstellen wie auf einer Autobahn, zweispurig, dreispurig, vierspurig. Das Thema ist immer Stau. Ja, auf einer zweispurigen habe ich eher Stau als auf einer vierspurigen Autobahn. Sag mal, ich habe halt hier kein Netz oder halt einen Unfall, ja, dann ist es halt so. Also jetzt nur mal für die Spezialisten, habe ich die Möglichkeit, den Frequenzbereich dediziert auszuwählen hier, wenn ich also jetzt wirklich sage, hey, jetzt ist der Campingplatz voll, ich habe die neuen Frequenzen schon, die anderen haben die noch nicht, kann ich da sagen, ich will zum Beispiel auf dem und dem Frequenzband explizit sein? Frequenzband als solches, ja, du kannst das Wi-Fi als 2,4 oder als 5 GHz auswählen, dann dementsprechend, das er ausgibt dann, ja. LTE auch? LTE, gut, das sind alles LTE-Router, also die funktionieren alle auf LTE-Basis. Nur der hier, das ist ein 5G-Router, der natürlich in der Regel auf 5G arbeitet. Wenn aber natürlich das 5G-Netz nicht vorhanden ist, dann fällt er natürlich zurück auf 4G LTE. Und somit, ja. Dein Vorname? Florian. Florian von Selfsat, ja. Die CMT in Stuttgart. Wir sind in der Halle Nummer 7 der Zugehalle und es gibt viel zu sehen. Selfsat für mich eine Bildungslücke, muss ich sagen. Ich habe euch noch nicht gekannt, aber jetzt ist es umso einfacher, ja. Mit ganz vielen tollen SAT-Anlagen bereits ab 1.000 Euro. Tschüss.